Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Green Project. Heute haben wir mal wieder Bislang waren die Videos hier ja eigentlich immer recht lang. Das kann ich euch schon mal sagen, werden wir heute nicht hinbekommen, weil mir dafür schlicht und ergreifend die Zeit fehlt. Das heißt, wir werden so ein kleines Sprint-Video machen, wo ich trotzdem auf so viele Dinge wie möglich eingehe. Zum einen gab es die Frage, warum ich hier die Baumstämme abgelegt habe. Wenn die lange genug draußen liegen, werden die zu den organischen Abfällen, nämlich diese hier, die wir dann in die Komposter werfen kann. Und da ich ja einfach so viel Holz hatte, was wir gar nicht gebrauchen konnten, deswegen habe ich das Ganze einmal so gemacht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, hatten wir nur zwei Hühner im Inventar? Ja. Scheint wohl so zu sein. Gefühlt waren es mehr, aber wie so häufig wird mir wahrscheinlich mein Gedächtnis einen kleinen Streich spielen. So, die beiden Hühner können aber auf jeden Fall damit dazu gebracht werden. Somit sind wir bei 14. Schweinegehege sind nach wie vor 4. Da hat sich auch optisch noch immer nichts dran verändert an denen. Zumindest nichts, das mir auffällt. Gut, da haben wir die Büsche gepflanzt. Hier sind die Ulmen. Vielleicht schnibbel ich da mal hier außen einfach alles weg, was hier so wächst. Ja, obwohl, das ist wahrscheinlich Quatsch, was ich hier mache. Weil hier ist ja jetzt nicht mein primäres Ziel, dass hier Thymian wächst, sondern dass von den Bäumen ausgehend wir schon auch ein bisschen Futter für die Hühner haben. Aber das ist ja jetzt wahrscheinlich eher kontraproduktiv, was ich gemacht habe. Weil jetzt müssten hier draußen auch erst wieder Büsche wachsen. Ja, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Genau so war es, glaube ich, doch auch so, dass die frisches Gras, das ich da reinlege, nicht futtern, oder? Testen das nochmal. Aber das wäre ja viel zu einfach, da müsste ich ja kein Hühnerfutter herstellen, sondern legt den einfach frisches Gras rein und gut ist. Ich kann mir die Antwort eigentlich ziemlich gut selber geben. So, dann, unser täglichen Runde können wir hier ein bisschen ernten. Sehr schön. Das war's dann aber, glaube ich, ne? Wir haben Mais abgebaut. Ach. So. Pflanzen wir doch auch Mais wieder ein. Also die Ratten machen ganz schön Alarm. Tomatensamen haben wir wirklich mehr als reichlich. Ah, jetzt habe ich tatsächlich Zwiebeln und Kürbis nicht wieder ausgesät, ne? Mensch, Mensch, Mensch.
machen wir das? Ich glaube, das machen wir mal eben schnell. Jeweils 10. Sind das hier? Ich glaube, das sind nämlich sogar 10. Müssen natürlich erstmal überall den Samen hinpacken. Ich weiß noch also nicht, wofür wir Zwiebeln und Kürbis brauchen werden, aber ich bin mir sicher, dass wir es für irgendwas brauchen. So, einmal Zwiebelsamen. Und Kürbis. Ab Wasser. Es ist da teilweise schon wieder recht leer, genau wie da, aber noch reicht es. So, Rattenfutter ist noch da. Wir können Beutel hier einsammeln. Ein leerer Beutel. Das Hühnerfutter scheint mir auch schon wieder ziemlich leer. Das können wir noch mal schnell. So, und jetzt machen wir etwas, was wir bislang. Achso, Fallen habe ich noch nicht gecheckt. Alle leer. Was wir noch gar nicht gemacht haben. Und zwar, wir schauen uns das. Ja, doch, angeschaut haben wir uns das schon, aber wir haben es noch nicht hergestellt. Nämlich Mutantenfutter. Wo haben wir das denn? Mutantenessen heißt das. Wir brauchen mutagene Pilze, wir brauchen essbare Pilze und wir brauchen Tomaten und sicherlich Beutel. Beutel sind schon da, das können wir. Ah, jetzt haben wir den. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich keine Tomaten mehr. Ja, okay. Somit ist der Plan schon wieder hinfällig. Hat ja lange gehalten. Haben wir denn überhaupt Tomaten auch jetzt angepflanzt? Das hier könnten Tomaten sein. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich hoffe ja. Ja, da muss ich diesen Plan schon mal verschieben. Na super. Was ich mich allerdings frage, also ich weiß, dass wir, das können wir uns dann auch bei der Gelegenheit mal direkt anschauen, dass wir, nee, hier ist es, doch, da ist es, dass wir hier die Eier herstellen können. Dafür brauchen wir mutagene Pilze, ein Hühnerei und ein Schwein. Ich sollte zwei halten, wenn ich Nachwuchs möchte. Ach so. Jetzt kann ich mir vorstellen, wo das Problem ist. Dadurch, dass wir 4 haben, kein Nachwuchs. Und jetzt habe ich wahrscheinlich. Habe ich noch. Wir machen das noch ein bisschen anders. Wollte eigentlich die. Oh Mann. Die Tür schließen. Guck mal.
Geht doch. Weiß nicht, ob wir das Holz brauchen. Deswegen nehme ich das auch nicht. Wir hätten hier im Schrank ja auch was gehabt. Ein Holztor bauen, kein Holzzaun. So, brauchen wir nicht. Wir brauchen Nägelhammer. Und Äste. Wir haben nicht genug Nägel. Das sind ja alles Voraussetzungen hier. Rohstoffe. Eine Kiste Nägel, Eisen und die Pfeile. So. Dann stellen wir erst einmal Nägel her. Nägel ist der Hammer. Oh. Was fehlte fest? Achso. Ein Ast ist ein bisschen wenig. Das war das Problem. So. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Jetzt machen wir nämlich einfach aus einem Ostengehege für die Schweine zwei. Dafür. Nibbeln wir hier mal alles, was im Weg ist. Na. Weg. Kurz mal dahin. Ja, perfekt. Das wird sicherlich jetzt... Manchmal hilft Lesen doch, ne? Soll man nicht meinen, aber... Es ist so. Jetzt schauen wir mal, ob die sich dann... vermehren oder ob ich das einfach nur jetzt über... interpretiert habe. Deswegen können wir jetzt trotzdem noch kein Mutantenessen herstellen. Weil uns einfach die Tomaten fehlen. Achso, ja, jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch wollte, weil neben dem Futter und den mutanten Eiern, die wir dann ja erstmal herstellen müssen, also wo wir zwei Tiere miteinander kreuzen, die man eigentlich nicht kreuzen sollte, brauchen wir doch bestimmt, wo habe ich das denn jetzt da, den Steinzaun. Wir brauchen Steine, wir brauchen Huhn und wir brauchen... Steine haben wir, Gitter haben wir, Ton haben wir. Ach. Okay, bevor wir das machen... müssen wir erstmal noch ein paar Schleifsteine herstellen. Dann machen wir das doch mal zügig. Dann machen wir gleich ein paar mehr. Wir werden die sowieso brauchen. Ziemlich sicher. Also kann man davon nie genug haben. Das machen wir jetzt bis... Ja. Wenn ich nicht mal trinke, ups. Oh ja. Das ist tatsächlich...
so, dass es Zeit wird. Okay, wir haben auch nicht mehr wirklich etwas zu essen, fällt mir gerade mal so auf. Wir werden auf jeden Fall noch wieder was herstellen, aber nicht mehr heute. Wir machen noch einmal Schleifsteine. Und ich hatte ja angekündigt, das Video heute wird nicht so lang, weil ich echt in Zeitnot eigentlich bin, ja. Ja, Quatsch, die brauchen wir ja gleich noch. So, das war's. Ach, ja doch, nee, ist richtig. Hammer rein, Schleifstein rein. Einmal bitte schleifen. So. Hammer, Ton, Steine, Gitter. Perfekt. Jetzt könnten wir Steinzaun herstellen. Machen wir nur heute nicht mehr. Wir gehen nämlich jetzt gleich schlafen. Video für heute ist zu Ende. Und ich hoffe sehr, dass dann morgen wir das hinkriegen, ja, ein Gehege zu bauen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir Steinzaun brauchen für die Mutanten. Ich könnte mir das nur vorstellen, dass die ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Probieren wir aus, ne? Also danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.